Kennt ihr das? Kennt niemand? Hirnfrost. Kennt es jemand? Dann kommentiert ihr bitte. Was zur Hölle ist hier Hirnfrost? Und falls uns das jemand erklären kann, warum. Also gerade bei Slush-Eis ist der ganz erklärt. Dein Topf kann mehr. Wir machen heute was richtig Verrücktes. Und zwar, wir machen uns ein Eis im Dutch Oven. Eigentlich total bekloppte Idee, weil A, ein Eis, da gehst du normalerweise an den Gefrierschrank oder zu deinem Eisdealer deines Vertrauens oder weil wir eben ein bisschen anders sind wie alle anderen, machen wir heute ein Eis im Dutch Oven. Also völlig ein bisschen wahrscheinlich overloaded, aber wir wollen sehen, dass es funktioniert und wir wollen euch zeigen, dass es funktioniert. Und dazu brauchen wir folgende Zutaten. Wir brauchen dafür Streusalz, dann brauchen wir ein bisschen Crushed Eis, Puderzucker, Schlagsahne und gefrorene Früchte. Du kannst frische Früchte nehmen, wir haben jetzt gefrorene, die sind noch ganz leicht angefroren, die sind noch wirklich kalt. Wenn man reinbeißt, dann merkt man schon auf jeden Fall. Natürlich ein Löffel, beim Dutch Oven muss immer ein Löffel mit dabei sein. Und wir brauchen Dutch Oven, noch nicht nur einen. Also eigentlich bräuchten wir eigentlich nur einen Dutch Oven, aber wir nehmen heute zwei. Und zwar da drin versteckt sich unser heißgeliebter 4,5er Dutch Oven. Da werden wir jetzt unser Eis drin machen. Und um das Ganze natürlich runterzukühlen, das machen wir mit unserem Crushed Eis und unserem Streusalz, haben wir jetzt hier einen 9er Dutch Oven und den stellen wir dann einfach wunderbar da rein. Dann haben wir nicht mehr so viel Fläche, wo wir dann mit dem Crushed Eis auffüllen müssen. Und das funktioniert richtig wunderbar. Und bevor wir jetzt anfangen, unsere Eismasse herzustellen, werden wir natürlich erstmal das Eis dahin geben, wo das Eis wirken soll. Und zwar in unseren Dutch Oven, weil damit der erstmal kühl und kalt werden kann, das dauert ja eben ein bisschen, nehmen wir jetzt hier unseren 4,5er Dutch Oven aus dem 9er heraus. Und dann werden wir da jetzt auf jeden Fall ein bisschen Eis reinfüllen. Hier haben wir noch ein paar Überreste von unserem Heuhähnchen. Haben wir mal gefilmt. Ist immer noch ein bisschen drin. Und dann füllen wir auf jeden Fall den Boden voller Crushed Eis. So, das sollte eigentlich schon reichen. Und zu dem Crushed Eis kommt jetzt Streusalz. Warum kommt da jetzt Streusalz rein? Einfach ganz normal. Also Streusalz kommt zum Eis. Das Eis will ja schmelzen und wird dann auf jeden Fall runter, noch weiter runterkühlen, wie eigentlich das Eis so schon ist. Und zwar bis auf minus 10, 12 Grad ungefähr. Und von daher kommt uns das natürlich sehr entgegen, damit es noch kälter wird. Dann geht es natürlich noch ein bisschen schneller. Deswegen kommt da einfach ein bisschen Streusalz mit dazu. Also hier, was der Manuel mag, da kommt er zur Geltung, der Streueinsatz, und da macht er auch richtig Sinn. Also, kommt da ein bisschen Streusalz dazu. So, einfach eine Handvoll. Und hier werden wir jetzt unseren Dutch Oven dann auch schon in diesen jetzt reinstellen. So, ein bisschen drücken. Dann drückt sich das restliche, was wollte ich denn jetzt sagen? Dann drückt sie das restliche Eis quasi auch noch an der Seite ein bisschen hoch. Also wir haben jetzt komplett den unten den Boden voll belegt und wir werden jetzt hier an der Seite auch noch überall Crushed Eis einfüllen. An der Seite rein, weil was wir brauchen ist Kälte. Ohne Kälte gibt es kein Eis. Jetzt werden wir hier an die Seite noch ein bisschen Streusalz verteilen. Auf jeden Fall den Deckel zulassen, dass da kein Streusalz. Den kann man gar nicht abdrehen. Den muss man abziehen. Ja. Nee. Wir streuen so. Du weißt halt einfach nicht, wie man die Drehmuscheln benutzt. Das stimmt. Das Geheimnis mit den drei Muscheln hat sie mir noch nicht eröffnet. Unseren Dutch Oven haben wir jetzt vorbereitet. Der wird jetzt richtig kühl. Also wenn ich jetzt hier an der Seite anfasse, der wird schon wirklich also richtig kühl. Wir müssen natürlich jetzt hier unsere Eismasse machen. Dafür haben wir einmal unsere gefrorenen Früchte. Ich stelle mal kurz den Dutch Oven ein bisschen beiseite, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Unsere gefrorenen Früchte. Und dann haben wir jetzt hier einen großen Becher
und ein Pürierstab. Wir sind ja natürlich normalerweise nicht die Freunde von Pürierstäben. Du. Also ein Freund grundsätzlich schon als Outdoor-Cooking-Kanal, aber eigentlich ja nicht. Aber in dem Fall ist es auf jeden Fall einfacher, als wenn wir hier alles nur durch ein ganz normales Sieb pressen und drücken und wie auch immer. Also wenn wir das erstmal anpürieren, dann tun wir uns auf jeden Fall ein bisschen leichter in dem Fall. Also kommt unsere Früchte kommen jetzt komplett da rein. Das muss ich mal gucken, dass ich jetzt hier nicht so eine Riesensauerei mache. Also umso mehr die Früchte noch gefroren sind, die sind jetzt schon fast ein bisschen zu weich schon. Umso schneller geht natürlich das Eis dann, logischerweise. Ganz klar. Früchte haben wir jetzt hier ungefähr 750 Gramm. Dann kommt Sahne dazu, 200 Milliliter. Die kippen wir jetzt einmal mit dazu. Und Zucker. Ein Eis ohne Zucker ist kein vernünftiges Eis. Und da kommen ungefähr so 150 bis 200 Gramm Zucker halt rein. So wie du es magst. Also am besten Puderzucker. Weil das ist dann einfach nicht so kristallin. Und jetzt kommt unser Pürierstab. Und jetzt wird einfach alles einmal ordentlich durchgemixt. Und irgendwie habe ich mir jetzt gerade entschieden, das Ganze nicht durch Sieb zu geben, weil ich habe das jetzt relativ klein püriert und da sind so ganz kleine Stückchen damit dabei und irgendwie mag ich das ja beim Eis. Also wenn Eis richtig eben nicht nur so, ja, so ganz homogen ist, sondern eben so mit so einem kleinen Fruchtstückchen mit dabei hat, ist natürlich irgendwie geiler. Erstens sieht es geiler aus, zweitens schmeckt es besser und drittens weißt du, da sind echte Früchte drin. Das Ganze geben wir jetzt eben nicht durch ein Sieb gerührt. Einfach in unseren Dutch-Ofen halt rein. Da öffnen wir jetzt den Deckel und gucken wir mal rein. Also ist schon echt kühl da drin, muss man sagen. Wohnen möchte ich da drin jetzt nicht mehr und jetzt füllen wir hier unsere Masse einfach in den Dutch-Ofen rein. Er sieht schon geil aus, oder? Ja? Und da kommt nachher ein richtig geiles Eis raus. Machen nochmal den großen Deckel oben drauf. Der schließt nicht komplett, weil der Dutch Oven natürlich zu groß ist. Aber da haben wir einfach den Vorteil, dass die ganze Kälte eben nicht komplett nach draußen geht, sondern einigermaßen im Dutch Oven unten drin bleibt. Also ganz verschließen kannst du den hier nicht. Der kommt schon raus. Aber grundsätzliche Kälte ist definitiv zentral unten in dem kleinen Dutch Oven drin. Und jetzt ist es wichtig, jetzt musst du im Prinzip eigentlich nur noch warten und ab und zu einfach mal umrühren. Warum müssen wir umrühren? Und zwar damit wir die Eiskristalle so ein bisschen aufbrechen. Ne? Also wenn das Eis jetzt kristallin wird oder gefriert, dann entwickeln sich da Eiskristalle und die wollen wir natürlich aufbrechen, um das Eis ein bisschen cremiger zu machen. Also werden wir immer mal wieder so alle 10 Minuten, Viertelstunde einfach mal umrühren und wenn das Eis dann fertig ist, dabei bist du dann wieder dabei. Und da haben wir jetzt unseren Dutch Oven oder unsere zwei Dutch Oven. Ich darf hier gar nicht so auffassen, weil das ist richtig, richtig kalt. Du siehst es hier vielleicht sogar an den Eiskristallen. Da oben ist noch ein bisschen gefroren. Wir haben oben noch ein bisschen Eis raufgepackt vorhin und haben nochmal nachgefüllt. Also ein Sack reicht nicht. Du brauchst auf jeden Fall zwei Säcke. Wir haben es dann, nachdem es komplett geschmolzen war, nochmal abgegossen und dann nochmal komplett aufgefüllt. Sonst hat es nicht gereicht. Aber wir haben heute auch, ich glaube, 28 Grad oder so. Von daher schmilzt das Eis natürlich relativ schnell weg. Wenn es kälter ist, geht es natürlich schneller. Aber auf jeden Fall, was wir machen möchten, da jetzt reingucken. Und zwar öffne jetzt den Deckel und du bist live dabei. Ist kalt. Und da haben wir unser Himbeer oder unser Beereneis eigentlich besser gesagt. Also, was ich gemacht habe, ich habe jetzt hier quasi immer vom Deckel auch ein bisschen abgeschabt, weil natürlich da an den nächsten Stellen, da wo es richtig kalt ist, da gefriert es natürlich am allerersten und oder am allerschnellsten, am allerschnellsten. Und das musst du dann immer schön verreiben. Also wir haben jetzt hier eher so ein, ein zwischen Sorbet und Eiskugel, irgendwas dazwischen. Du hättest ihn jetzt natürlich noch ein bisschen länger laufen lassen, aber wie gesagt, zwei Beutel Eis haben wir verbraucht. Es ist heute relativ kalt, aber ich würde sagen, der Manuel kommt jetzt vor die Kamera und dann probieren wir das Eis, ob das auch richtig lecker ist und lecker schmeckt und uns bei den warmen Temperaturen auch gut tut. Genau, wenn hier einer die Ananas macht, dann war ich das heute. Ja, das ist ein falsches Video, das ist Eisvideo. Das ist Eis. Wir machen jetzt Eis, das ist Eisvideo. Das ist Ananas. Ach, das ist Eisvideo. Okay, dann ist jetzt Eisvideo. Also wir machen heute zwei Videos in einem, von daher ein bisschen schwierig. Wären zwei gesonderte Videos, absolut, weil alles zusammen in einem Video zu packen, wäre natürlich nicht so schön. Aber wir werden das jetzt auf jeden Fall zusammen kosten. Ja.
Also, weil dieses Video mit dieser Ananas, wer macht die Ananas? Ich mache die Ananas. So sieht es so aus. Das kommt nämlich nächste Woche, oder das nächste Video wird dieses Ananas-Video. Zuerst kommt das Eis-Video und dann, oder? Ich weiß es nicht, das werden wir jetzt einmal sehen. Also, ich würde sagen, wir kosten jetzt auf jeden Fall die Ananas und dazu lassen wir uns ein richtig lecker Eis schmecken. Von daher wird hier einmal wild eingetunkt. Guck mal, mega. Also, einen guten Footballer. Das ist geil, oder? Warme Ananas. Mega geil. Das schmeckt geil. Das Problem ist, das ist so kalt, das zieht immer gleich. Kennt ihr das? Kennt jemand Hirnfrost? Kennt das jemand? Dann kommentiert ihr bitte. Was zur Hölle ist hier Hirnfrost? Und falls uns das jemand erklären kann, warum. Also gerade bei Slush-Eis ist der ganz extrem. Kriegt man immer Hirnfrost. Warum? Ich glaube, ihr habt das schon mal nachgelesen, aber ich weiß es nicht. Das sollen wir kommentieren. Ich will das jetzt wissen von euch, warum Hirnfrost. Was ist Hirnfrost? Und wer nimmt auch mal Slushy, wenn denkt, geil, Hirnfrost. Und das mit 40 Jahren noch. Aber das ist echt eine geile Nummer, oder? Aber ich bin ganz ehrlich. Den Aufwand wäre es mir nicht wert. Ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch. Das Eis im Dutchofen zu machen, ist mega Aufwand. Und eigentlich ist es totaler Quatsch. Ja, absolut. Aber geil. Und warum muss man immer alles so machen wie alle anderen? Wenn du wirklich mal ein bisschen angeben willst bei deinen Freunden, wenn dir das Video gefallen hat mit dieser geilen Ananas, ja, dann auf jeden Fall, mach das mal nach, weil das schmeckt richtig geil. Erstens, ist jetzt Ananas-Video. Nein, das ist Eis-Video. Ist jetzt Eis-Video. Okay, Eis-Video. Das ist jetzt Eis-Video. Also, wenn dir das gefallen hat, dann probier das doch einfach mal aus. Also, ich meine, über den Sinn und Unsinn, über das Eis im Dutch Oven zu machen, müssen wir uns definitiv nicht unterhalten. Schmack die aber Bombe. Das kannst du auch ein bisschen einfacher machen, indem du es einfach machst und wahrscheinlich in den Gefrierschrank stellst oder so. Immer wieder umrührst, ist ja auch nichts anderes im Endeffekt. Aber wir sind ein Outdoor-Cooking-Kanal und bei uns wird draußen gekocht. So sieht es nämlich aus. Also, da kann man auch schon mal ein Eis machen. Und wenn du ein bisschen angeben willst bei deinen Freunden, dann machst du halt einfach mal so. Nämlich ein Topf ist nicht nur zum Kochen da. Und das ist Fazit von diesem Tag. Aber ihr konntet bei mir nicht angeben, ich dachte, er hat einen Knall. Richtig, du hast gesagt, das machen wir nicht. Ich sage, doch, das machen wir. Also, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib einen Daumen nach oben dafür. Wir würden uns mega freuen. Unten einen freundlichen Kommentar rein. Warum? Kommentar? Wegen Hirnfrost. Ja? Wie es zum Hirnfrost kommt und ob du auch Opfer eines Hirnfrostes geworden bist. Und dann schalt auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein. Und zwar, wenn es wieder heißt, am Donnerstag um 18 Uhr oder Sonntag um 11 Uhr. Muss ich gerade überlegen. So sieht's vielleicht aus. Kommen auch drei Videos die Woche irgendwann. Ich versuche ja gerade mit uns zu reden. Er zickt ein bisschen rum. Also, wenn du das ganze Video nochmal nachlesen willst, kannst du das gerne tun. Auf mgbarbecue.de steht alles nochmal ganz genau drauf. Relativ einfach gemacht. Also schalt das nächste Mal wieder ein. Und zwar, wenn es wieder heißt mgbarbecue. Mega. Dann schalte ich jetzt ab. Ja.